Ja, es ist wahr, wir bekommen noch eine zweite Evo zum neuen Clash Royale Update in Februar. Und ich weiß nicht, ob so viele Leute sich dort freuen werden, denn es dreht sich um die Evo-Mauerbrecher. Nein, ich habe Clash Royale kein Geld bezahlt. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr dachtet, dass der Bomber OP ist, dann ist die vielleicht noch etwas OP. Wir gehen mal rein, die Stats auf Turnierstand, es ist absolut geisteskrank. Sie haben nicht mehr Leben, aber deutlich, deutlich mehr Damage. Was verrückt ist. Wir gucken uns mal an, auf Normal Level 11, 392, die Evolution, 587. Ja, es ist Turnierstandard. Das ist geisteskrank. 1200 Damage auf Turnierstand. Wie gesagt, Hitpoint ist das gleiche. Sie haben noch Runner. Was heißt dieses Runner? By the way, Cycle of 2, wichtig zu erwähnen, nicht in 1er wie der Bomber. Aber was sind eigentlich diese Runner, Morten Royale? Das zeige ich euch jetzt. Wenn man die Skami drauf spielt, jetzt mittlerweile Truppen, haben sie Death Damage. Das heißt, normalerweise spielt das Skami Warbreaker, die Skami überlebt, jetzt stirbt die Skami einfach und gleichzeitig kommen dann nicht... Das wäre ja schon genug, Digga. Das wäre schon genug, aber da kommen auch so zwei kleine Pimmelmänner raus und die gehen einfach in den Turm und machen Damage. Die Pimmelmänner haben nicht ultra, ultra viel Leben, sie sterben von Zap-Lock und so weiter, aber an sich absolut geisteskrank. Natürlich, gegen Gebäude sind sie nicht gut, nicht effektiv. Gegen Gebäude und Türme, da kommen die Runner nicht raus, aber sobald du sie mit Truppen killst, kommen immer, immer, immer wieder diese Runner raus. Und ich weiß nicht, was Supercell da gemacht hat. Aber holy moly, sind die broken, Junge. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob der Bomber besser ist oder die Mauerbrecher. Sie machen auf Maximum Level einfach so geisteskrank viel Schaden. Selbst auf Turny Standard machen sie jetzt knapp 1200 Damage, die Evo Wallbreaker untouched. Das heißt, wenn du sie durchlaufen lässt, 1200 Damage auf Maximum Level, knapp 1600. Wenn man drüber nachdenkt, ob das gut ist, ich würde sagen, ist es etwas zu OP, meiner Meinung nach. Wie gesagt, die kleinen Smallies, die Runner sozusagen, die Renner, die aus dem Wallbreaker kommen, wenn sie von Truppen gekillt werden, haben weniger Leben, haben deutlich weniger Leben, sie sterben von Zap, Log und so weiter. Das heißt, das ist eine wichtige Information, die man wissen sollte. Aber Sky ist krank. Das heißt, sobald sie an einem Turm connecten oder an einem Gebäude, kommen die kleinen Wallies, die kleinen Runner-Wallies nicht mehr raus, nur wenn sie von Truppen gekillt wird. Aber dieser Death Damage gleichzeitig, wo auch Damage macht auf Skarmis und so weiter, die beziehungsweise killt, ist ein bisschen krass. Ist ein bisschen krass, Mann. Und das Lock hätte ich gar nicht gebraucht, Mann. Nur das kommt dumm. Wir sind beide beim Game gegen Call the Legend. Okay, Wally's da. Ritter da. Aber ja, es ist wirklich absolut geisteskrank. Es ist wirklich, wirklich, wirklich absolut geisteskrank, was Supercell gekocht hat. Also Evo-Valk war ja so hart Arschritze. Und jetzt bringen sie zwei Evos gleichzeitig raus, die komplett OP werden. Wie man sie alles freischalten kann, das werdet ihr in den nächsten Tagen, by the way, erfahren. So, wir haben jetzt schon die Evo Wallbreaker ready. Natürlich haben wir sie vor ihm ready, weil wir spielen einen schnelleren Cycle. Okay, jetzt bin ich gespannt, was er jetzt hier kocht. Okay, ich würde sagen, bringen wir mal meine rein. Plus jetzt hier mal Wallys. Und jetzt bin ich gespannt, was er macht. So, jetzt muss er eigentlich einen Mega-Ritter draufbringen, wenn er einen hat. So, er bringt jetzt Pfeile. Aber jetzt guckt euch die Dinger an. Er bringt Pfeile auf die Dinger. Das ist ein 3 für 2 Trade. Du kriegst trotzdem so viel Damage. Das ist so krank. Es ist, ehrlich gesagt, nicht verhältnismäßig, Dude. Für 2 Elixier so viel Damage. Okay, Kobolde. Meine Kobold sterben halt. Meine Kobold sterben halt. Ja klar, meine Kobold sterben halt. Turm down. Über 1200 Damage. Das ist so krank. Und ich habe sogar noch Kobold gespielt. Das ist so krank. Egal. Morten Royale Platz 1 der Weltfinish. Es ist confirmed. Es ist confirmed. By the way, was war das eigentlich für ein Skandal, meiner? Aber es ist confirmed. Morten Royale Platz 1 der Weltfinish. Here are we go. Ich brauchte sehr lange Zeit, um es endlich hinzubekommen. Ich brauchte die wahrscheinlich eine der Broken Evolution aller Zeiten. Aber schreibt doch gerne in die Kommentare, wie gesagt, ist der Bomber besser? Sind die Wallbreaker besser? Ich finde es sehr schwierig zu einschätzen, weil natürlich der Vorteil des Bombers ist, der Vorteil des Bombers ist natürlich, dass du ihn defensiv einsetzen kannst. Der Wallbreaker wirklich nur offensiv. Nur offensiv. Aber damit kann man natürlich auch ein paar Leute richtig fett auf den Pfirsich hauen. Bitte auf den Pfirsich hauen. So, bring jetzt hier die Goblins rein. Genau, bring jetzt hier meinen Miner rein. So, zack, 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 zack. Und ich hab Bock. Ich hab Bock. Die sind pay to win. Wie alles erklärt, Schrahl. Aber an sich finde ich es lustig. Frage ist, wie lange es lustig wird. Vielleicht so ein, zwei Tage wird es lustig, danach wird es abfacken. Wäre es nicht so pay to win, würde ich es geil finden. Weil einfach, ja, ich liebe Wallbreaker, da bin ich auch biased, da muss ich auch transparent sein. Ach du heilige Mutter Teresa. Ja gut. Wir haben ja ein kleines Problem. Ja klar! Der Turm war voll in Spiel gefühlt, komm Wallbreaker in die Brücke, hast direkt verloren. Geil. Geil, geil, geil. Ist halt einfach, die machen einfach mehr als einen Sparky-Shot. Digga, ich komme auch nicht drauf klar, dass Supercell das wirklich gemacht hat. Und das Ding ist natürlich, Skami und alles, diese ganzen Spam-Einheiten, wenn man die gegen die Wally spielt, die sterben einfach. Hat man ja vorhin auch ganz gut an den Kobolden gesehen. Karl? 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 Ja, okay.
Oh, ja, okay, bis gleich. Ey, das kann passieren, Karl. Ich mach dir keine Vorwürfe. Warum auch konzentrieren, Großer? Ich hoffe, das passiert nicht, weil sobald du eine Sekunde nicht aufpasst und der Gegner diese gecrackten Mauerbrecher an die Brücke spielt, kriegst du direkt extrem viel Damage. Also, Bro, das Ding ist ja mittlerweile, Skellies und alles, die werden diese Karte ja nicht mal countern. Normalerweise Gaze of Warbreaker, easy trade, dann spawnen jetzt immer noch diese komischen Pimmeldinger, die übelst broken sind. Keine Ahnung, wie heißen die überhaupt auf Deutsch? Auf Englisch heißen sie Runner? Auf Deutsch Renner? Keine Ahnung, Digga. Auf jeden Fall, die sehen ein bisschen OP aus. So, Skami rein, zack. By the way, er hat mein Deck kopiert, er ist der Wirt. Er ist der Scherenwirt. Gang rein, zack. Ich bringe noch eine Bats rein, zack. Okay, ich spam einfach alles an die Brücke, ich bin ein Ehremann. Okay, man muss. Okay, er bringt jetzt den nächsten rein, geht klar. Ich werde wahrscheinlich jetzt. Ach, das Ding ist, Wallbreaker an die Brücke spielen bringt ja nichts gegen den Cannoneer, das wissen wir alle. Muss jetzt hier aber Pfeile bringen. Er kriegt trotzdem ein bisschen Chip. Aber damit kann ich natürlich relativ gut leben. Okay. So. Meine Wallys. Zarab, zack, zack. Ich kann's. Bombenturm. Kommt rein. Okay, Bombenturm kommt rein. Meiner chippt natürlich ein bisschen. Wir wollen immer wieder diesen generellen Chip-Damage. Damage bekommen. Okay, Skeleton King predict Giga-Chat, Leute. Ich bin bereit für die Evo-Mauerbrecher. Wie gesagt, es ist immer schwierig. Weil auf sich an sich habe ich Bock auf die Karte, klar. Die Frage ist, wie das immer alles finanziell verpackbar ist. Und ich bin ja auch ein Mann des Volkes. Ich sage es immer wieder. Und ich finde es ein bisschen schade, dass alles so pay-to-win ist. Aber das habe ich ja in schon so vielen anderen Videos gesagt. Da könnt ihr euch meine ganzen Hate-Videos angucken gegen Clash Royale. Gefühlt ein Daily. Daily Stuff, aber mal schauen. Vielleicht wird sowas ja irgendwas in Zukunft daran ändern. Das wäre auf jeden Fall cool. Ja, ist natürlich alles leider sehr, 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 sehr belastend. Aber an sich finde ich die Evo relativ interessant. Aber könnt ihr gerne reinschreiben. Wie findet ihr die Bomber und auch die andere Evo, die Mauerbrecher-Evo? Findet ihr sie geil? Findet ihr sie nicht geil? Wenn ihr die Bomber-Evo verpasst habt, checkt gerne das letzte Video aus. Das ist das vorletzte, wenn ihr das Video jetzt hier seht. Da habe ich euch alles erklärt. Ich persönlich habe Bock. Aber ich gehe davon aus, dass beide vielleicht relativ schnell genervt werden. Aber ich bin ein Cycle Merchant. Ihr müsst das verstehen. Ich spamme nur. Ich spamme nur Truppen, Bruder. Das ist perfekt für mich. Okay, meiner. Okay, Ability, zack. Ability, zack. Okay. Gang. Wallys, zack. Meiner. Habe ich eigentlich schon die OP-Wallys gespielt? Wo sind denn meine OP-Wallys eigentlich? Kommen die jetzt gleich? Hallo, OP-Wallys, wo seid ihr? Da sind sie! Da sind sie! Oh nein. Okay, das Ding ist, jetzt kommen auch gleich die Runner raus. Die Runner kommen raus! Digga, die haben meinen Skates gehört! Der hat mich direkt... Bro, ey, ich kann das nicht mehr. Er ist jetzt einfach zurück im Game. Bringt er da seinen Bombenturm? Das Ding ist, Bombenturm natürlich immer auch ein sehr, sehr solider Counter. Ist natürlich auch -2-Trade so, aber... Hallo, pass auf! Karl the Legend! Das war ganz schön knapp. Das war ganz schön knapp. Hallo, die Bats! Die Bats! Das ist nicht Bad! Lol. Okay, rein. Zack. Mother Witch. Zack. Skami. Zack. Okay, bringt ein Pre-Poison. Das reicht aber nicht. Das sind normale Wallys. Die machen nicht so viel Damage, Großer. Das sind keine gecrackten, broken Lümmel. Okay, der Hoggy. Hoggy, come on. Oh nein. Bitte. Nein, ich werde von einem Lava-Hund-Spieler gebumst. Jetzt geht es um die Ehre. Wallys First Play an die Bridge. Und ich glaube auch, dass Evo Wally Split geisteskrank OP. Also, wie willst du positive Elixir machen? Du kannst gar kein positive Elixir Trade machen. Das Ding ist, wenn du Skellies machst, Bro. Und Eisgeist, da kommt ja immer noch dieser Pimmler raus. Dieser kleine mit der Fackel, Digga. Okay. Hier bringen wir mal so rein. Ich kann halt nicht zünden eigentlich. Muss ich trotzdem. Ist halt ein bisschen nervig, weil jetzt habe ich links kein XC für Mega. Das war natürlich wieder mal richtig smart durchdacht, Mordenoral. Die Wallys, das waren sehr gute Wallys. Das ist kein Ballon, Bruder. Das ist ein Wallbreaker. Sehen sich zwar ähnlich, sind aber nicht gleich stark. Eros rein, zack. Eros kommen, sehr gut. Gute Defense. Damit kann ich auf jeden Fall leben. So, was kommt jetzt als nächstes? Bringen wir jetzt hier einfach Wallys an die Bridge? Lassen wir das? Was machen wir jetzt hier in dem Fall? Also, boah, er spielt Rekruten mit den Wallys. Das ist auf jeden Fall normalerweise ein Evo-Rekruten. Die Frage ist, ob Evo-Wallys best sind, aber anscheinend sind sie so broke. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass Evo-Wallys und Evo-Bomber beide gleichzeitig in die Top 3 Evos dazustoßen werden. Vielleicht mit Evo-Ritter auf der 1. Es ist geisteskrank. So, LP rein, Little Prince kommt dazu. Okay, das Gute ist, ich kann jetzt hier eigentlich relativ easy meine Bandit spielen und habe gleich auch späte Pfeile. Die späten Pfeile werden mich auf jeden Fall carryen. So, Pfeile kommen rein. 3, 2, 1, Pfeile. Gute Defense. Sehr, sehr gut. Was macht er jetzt? Wallbreaker auf der anderen Seite. Okay, jetzt bin ich gespannt. Turm auf 2-2. Merkt es euch. Turm ist auf 2-2.
Thomas auf 1000. Das ist nicht Level 15, das ist Turnierstandard, Digga. Holy Pepperoni. Das ist so krank. Ey, das ist so krank. Das Ding ist, du hast ja auch immer das Gefühl, die kosten mehr, weil die evolutioniert sind. Nein, zwei Elixier, Bruder. Also, wie gesagt, jetzt werden Leute sagen, Motten Royal. Du musst dir doch sagen, Bro, ich hab denen gesagt. Ich hab denen gesagt, die sind zu stark. Ich habe es denen gesagt, Digga. Die sind viel zu stark. Das sieht ja selbst ein Blinder, dass sie zu stark sind. Aber nein, die sind gut so. Die sind gut so. Okay, Ability, was bringt, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt kommen die Runner. Boah, nee. Okay, Little Prince, merken. Little Prince, 100 Euro reinstecken, der ist geil. Okay, sehr gut. Der ist sehr gut dagegen. Okay, gut zu wissen, weil der killt dann noch die kleinen Runner mit. Nein, es reicht nicht für den Turm. Es reicht nicht für den Turm. Es reicht nicht für den Turm. Oh, Digga, es reicht für den Turm, Digga, was? Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Okay, okay, okay. Was macht er jetzt? Bringt niemals. Ja, diese, wieso hat er eigentlich Feuer bei Pfeile? Für Aeros Predict? What the? Boah, keine Legend! Oh mein Gott! Meiner? Ich lebe. Er bringt Pfeile. Das reicht, das reicht, das reicht für den Turm. Ein Miner-Hit. Ich brauche noch einen Miner-Hit. Ein Miner-Hit noch. Ein Miner-Hit noch. Sehr gut. Oh mein Gott! Bandit, jetzt bringen wir gleich Pfeile. 3, 2, 1, Pfeile Predict. Auf seine Kobolde. Nein, es hat nicht geklappt, aber es wäre so sexy gewesen. Connected er niemals, ne? Niemals, niemals. Das ist ein Turm, das ist ein Little Prince. Okay, all gut, all gut. Ihr Bild hier rein. Aber ich hab doch jetzt die Crack-Wallies. Was macht ihr jetzt gegen die Crack-Wallies? Ich bin gespannt. So, Crack-Wallies, run, 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 run. Los, auf euren Dosen, dann lauft auf euren Dosen. Ja, die Wanna. Es tut mir leid, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Die Karte ist komplett OP. Daumen nach oben, das ist ein Kanal abonnieren. Ah, Clash Royale ist tot, Digga.